Yo, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass dass ich nicht so viel von Julian Bam geschaut habe, von seinem Rap-Time oder von anderen Videos. Deswegen habe ich mir gedacht, heute schauen wir Julian Bams meine Ex-Rap-Time-Story an. Ja, wir werden es mal analysieren, wie Tubo. Spaß. Ihr wisst, Jungs, alles, was ich in diesem Video sage, soll niemand beleidigen oder verletzen. Und ich kenne mich nicht aus mit Musik, also ich höre sie nur. Hören wir rein. Naruto Uzumaki. Habe ich das schon? Ich weiß nicht. Hey Drew, ey, was ein Zufall. Erzähl, wie geht es dir? Oh shit, meine Ex, verdammt, was macht die jetzt auf einmal hier? Toll, sie sieht immer noch hot aus und ich lauf hier rum und frisiert. Verdammt, mein Hals schnitt sich zu, ich bin sprachlos. Mir fehlen die Worte, was sag ich bloß? Sag, du bist verlobt, zwei Kinder, drei Autos, dicke Villa. Die soll wissen, was sie verpasst hat, weil sie nicht mit dir gechillt hat. Was redest du, möchte gern Lucifer, als ob sie's glaubt. Sie kennt ihn doch, sie war nicht doch krass vertraut. Heilige Scheiße, du schon wieder, lass uns Männer mal in Ruhe, du Penner, spiel weiter dein Xylophon und sprüh dich ein mit Bilou. Du bist so nervös, weil... Das ist immer so ein Ding bei Julian Bam, er macht ja immer wieder Sachen mit seinem Teufel oder mit seinem Engel. Finde ich ganz geil, kann man so machen. Sie noch übertrieben mag, sag ihr, wie du empfindest. Liebe gewinnt jeden Tag. Scheiße, entscheidet euch mal, denn ich sag gerade gar nichts. Macht alles so schlimmer, sie guckt komisch, ich panisch. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Bist du etwa alleine hier? Sie hat dich beleidigt, okay, das reicht halt, stopp. Nein, beleidigt, ja moin. Sie hat deine Ehre geraubt, jetzt soll sie uns beneiden. Sag, du musst sein Frauen nach Hause, dann sehen wir sie leiden. Laber nicht, wir wissen doch beide, sie ist die Liebe deines Lebens. Das habe ich vor 7 Jahren in deinen Gedanken gelesen. Nach allem, was war, ey, bist du komplett. Aber trotzdem, Digga, diese Effekte und alles. Julian. Sehr, sehr gut wieder mal geschnitten. Übergeschnappt. Allein. So. Bin alleine hier und du? Ich bin in Begleitung hier. Ah, stellt euch vor, das wäre so wirklich in echt passiert. Also nicht mit den Engeln und dem Teufel. Aber ihr so ganz ruhig, so haltet einfach die Fresse. Sie hat schon einen neuen und was hast du vorzuweisen? Außer deinen YouTube-Videos, die fand sie schon immer scheiße. Sei doch ehrlich, deine Arbeit ist mehr als nur YouTube. Hast du nichts zu verbergen, steh doch zu dem, was du tust. Ich muss mir was einfallen lassen. Krass, witzig, aber machbar. Sie darf nicht denken, dass ich es bisher zu nichts gebracht habe. Ich meine Serie für Netflix über Pools im Garten. Krass. Ah, okay, vielleicht kennst du meinen neuen Freund Patrick. Beide zusammen im so. Garten. Ah, okay, vielleicht kennst du meinen neuen Freund Patrick. Hey, mein Herz, das ist Julian, er arbeitet wie du bei Netflix. Sie hat mich immer mein Herz genannt, kann mich bitte jemand killen? All diese Male Netflix und chillen bei romantischen Filmen. Wir haben uns im Urlaub kennengelernt, echt ein cooler. Sein Aufschalter dazu, Alter. Sag mal, mein Herz, hast du schon von Julians Pool-Serie gehört? Ha, ich bin Patrick, Promotion-Chef bei Netflix, alles klar bei dir? Ah! In welcher Serie arbeitest du denn? Hab noch nie was gehört von ihr. Shit, er lässt mich jetzt auffliegen, was soll ich doch tun? Wollt sie doch nur beeindrucken, was mach ich denn nun? Bring die beiden um, oh Mann, das geht nicht. Laber was, steh nicht peinlich rum, sag, du bist bei Netflix Asia. Teufelchen, Eifersucht und Wut sind Zeichen. Wir sind immer noch verliebt, Hass wird Liebe nie erreichen. Eifersucht, papalapap, Zeit wird langsam knapp. Aber was sag ich Promo Patrick, wenn er mich jetzt weiter fragt? Ey. Hat Engelchen etwa recht, das wär echt krass. Ich hasse es, wenn dieser Penner recht hat, dieser scheinheilige Drecksack. Oh Gott, nochmal. Ach du heilige Scheiße. Wie bekomme ich du dazu, sich deine Liebe einzugestehen? Nochmal zwei. Man schädigt nur sich selbst, wenn man Lügen nicht die Wahrheit sagt. Ach nee, Engelchen, darauf wäre ich nie gekommen. Jetzt ist es zu spät, das Lügennetz wurde schon gesponnen. Komisch, ich hatte eigentlich mit Herrn Uzumaki gesprochen, dem Leiter von Netflix Asia. Du kennst den doch auch, den kennt eigentlich jeder da. Gut herausgeredet. Ah, ja. Der alte Totoro Uzumaki mit seinem Hund. Was für ein Hund? Und alt, der ist doch voll jung. Ja, genau. Willst du damit sagen, dass Patrick das nicht weiß? Patrick macht das, was du immer wolltest, aus der Sprich nur der Neid. Er macht richtig Videos, du nur dauernd doof Internet-Scheiß. Richtige Videos? Du redest wie früher, hast nie an meinen Traum geglaubt. Was für ein Traum, rumhampel wie ein Clown? Was? Merkst du es nicht? Du wach endlich auf. Ja, zum Glück bist du damals abgehauen. Ha, mit dir hätte ich je keine Zukunft gehabt. Stimmt. Du hättest mich doch pleite gemacht. Immerhin hatte ich einen richtigen Job. Ey, was ist nicht richtig bei dir im Kopf? Die hat die nicht alle, die weiß gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und die ganzen schlaflosen Nächte leben im Internet. Ey, mach sie fertig, sie
sie hat sich anders verdient und hau ihr eine rein. Was Gewalt ist keine Lösung, nein. Gewalt ist keine Lösung, nein. Jetzt reicht es mir, du halt meinen heiligen Schein. Gewalt ist keine Lösung. Alles klar, und die schlagen sich zusammen. Oh. Na endlich, lass die Olle gehen, voller Erfolg. Nein, du halt sie auf, oder hast du das gewollt? Entscheide dich. Oh. Teufel, lass sie gehen, Engel, holt sie auf. Ja, meine lieben Freunde, das könnt ihr doch gerne selber mal ausprobieren. Ich werde mir nachher beide mal ansehen, beide Richtungen. Ja, das Video ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr es probieren wollt, dann macht es doch gerne bei ihm. Ich mache das alleine oder privat. Dann könnt ihr euch auch überraschen lassen. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, wer weiß. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren und lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns. Haut rein. Tschö, mitte. Peace.